So, meine sehr verehrten Damen und Herren, recht herzlich willkommen. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen die HSG Wetzlar vor 6.775 Zuschauern. 26-26 das Remis zur Halbzeit, das 11-12 und die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste. Max Holz mit 9 Toren, 6-mal vom 7-Meter-Punkt sowie auf Seiten des SC Magdeburg mit 7 Toren Michael Damgard und Nemanja Selenovic mit 5 Treffern. Soweit diese kurzen statistischen Werte. Wir begrüßen recht herzlich Gästetrainer Kai Wandschneider und bitten um sein Statement zum Spiel. Ja, guten Abend. Ja, es war ein echter Krimi heute. Also ich denke, um diese Jahreszeit braucht das weder Magdeburg noch wir, aber es ist halt letzten Endes so gekommen. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt unserer Mannschaft hier heute. Ich denke, in der ersten Halbzeit war es vor allem ein extrem intensiver Abwehrkampf auf beiden Seiten. Wir sind eigentlich mit der Marschroute reingegangen, das Tempo hier rauszunehmen und versuchen, die Positionsangriffe eben in Tore umzuwandeln, aber keine vorschnellen Abschlüsse zu machen und auch keine so wenig wie mögliche technische Fehler zu produzieren. Und eben zu versuchen, den gefürchteten Magdeburger Gegenstoß, vor allem die Außen, da abzufangen, also den Rhythmus zu stören. Ich glaube, das ist uns in der ersten Halbzeit ganz gut gelungen. Bennett hat dann aber irgendwann eine Auszeit genommen. Da kam Magdeburg, hat schneller gespielt, schneller aus der eigenen Abwehr heraus. Und das hat Magdeburg vor allem auch in der zweiten Halbzeit gemacht. Und damit haben wir dann in einer Phase Riesenprobleme bekommen. Magdeburg hat mit 3 Toren geführt. Und die Situation war für uns mental sehr schwierig, muss ich unseren Spielern ein Riesenkompliment machen. Wir sind da ruhig geblieben. In der ersten Halbzeit, denke ich, sind wir gut ins Spiel gekommen in der Abwehr, im Angriff nicht so. Wir haben, glaube ich, direkt nach dem 1-0 die 4 weiteren Angriffe vergeben. Und da war eindeutig Andy Wolf unser ganz großer Rückhalt, ja, der da viele Magdeburger Würfe weggenommen hat. Und ganz am Ende hat sich ähnlich wie im Heimspiel gegen Melsungen ausgezahlt, dass wir Nico Weber nochmal reingebracht haben, der da ein paar wichtige Bälle aus unserer Sicht weggefischt hat. Ja, also ich bin sehr zufrieden, dass wir hier heute diesen Auswärtspunkt geholt haben. Und das gibt uns auch nochmal Kraft und Energie für unser Heimspiel gegen Nettelstedt. Vielen Dank. Danke recht herzlich, Kai Wellenschneider, für diese Auskünfte. Ja, Bennett, deine Eindrücke zu diesem Spiel. Ja, guten Abend erstmal auch von mir. Herzlichen Glückwunsch an Wetzlar und an Kai zu dem Punkt. Wenn Kai sagt, er ist sehr zufrieden, ist bei mir natürlich das Gegenteil der Fall. Ich glaube, dass wir den Anspruch haben, jedes Heimspiel zu gewinnen. Und das haben wir heute leider nicht immer auf den Punkt bekommen. Ich glaube, wir sind gut in dieses Spiel gekommen, vor allen Dingen in der Defensive, haben dort einen guten Job gemacht, auch im Zusammenspiel mit Dario, konnten uns aber im Angriff schon in der ersten Viertelstunde wenig absetzen, sind immer pari-pari geblieben, sind sicherlich auch einem gut aufgelegten Andreas Wolf zu oft in 1-1-Situationen gescheitert. Das hat sich das ganze Spiel durchgezogen. Die Chancenauswertung unsererseits war weniger gut. Und Kai hat das auch gerade schon erwähnt. Ich sehe auch den Knackpunkt in der 42., 44. Minute, glaube ich, wo wir mit 3 Toren weg sind und diese Führung einfach zu leichtfertig wieder hergeben. Das darf uns nicht passieren. In dieser Situation sind wir gerade einfach nicht, das so einfach wegzuschmeißen. Das tat natürlich dann am Ende enorm weh. Ich bin aber auch nicht weltfremd und weiß, dass wenn Dario zum Beispiel 7 Meter nicht hält, wir auch hier als Verlierer die Fläche verlassen können. Er hält ihn aber, wir sind dann im Ballbesitz, neben noch eine Auszeit mit einer klaren taktischen Ansage und kriegen auch das leider nicht auf den Punkt. Das passt so ein bisschen zu diesem Spiel heute. Dementsprechend bin ich natürlich nicht so zufrieden und hätte mir eine bessere Leistung von uns heute erwünscht und auch einfach erhofft. Vielen Dank. Dankeschön, Bennett Wiegertz. Steffen, was gibt's, kannst du noch ergänzen? Ja, also ich sehe das ähnlich. Ich weiß nicht genau nach diesem Spielverlauf, ob man sich über den Punkt freuen oder ärgern soll.
wie Benno es eigentlich sagt, also wir haben alle Möglichkeiten auch in der ersten Halbzeit. Ich glaube, wir verwerfen allein 100%ige 8 Stück in der ersten Halbzeit. Und das ist natürlich auch immer eine Gefahr für eine Mannschaft, die vielleicht momentan auch nicht so stabil ist, dass sie natürlich dann immer ins Überlegen kommen. Und das haben wir dann leider auch in Phasen wieder gemacht, auch als wir mit 3 Toren geführt haben. Schaffen wir es einfach nicht, die Ruhe auszustrahlen, das eben doch aufs Spielfeld zu bringen. Das ist sicherlich momentan eine schwierige Situation, sicherlich auch dadurch, dass uns sehr, sehr viele Spieler momentan fehlen. Und wir haben jetzt noch ein Spiel, was wir zu spielen haben in Mannheim. Da muss die Mannschaft und wir natürlich jetzt alles nochmal geben, dass wir uns ordentlich aus dem Jahr 2015 verabschieden. Und wir müssen jetzt gucken in den nächsten Tagen, dass wir zumindest die Jungs, die jetzt heute gespielt haben, so fit kriegen, dass sie dann auch beim nächsten Spiel mit dabei sind. Dankeschön. Dankeschön, Steffen Stieble. Gibt es Fragen von Ihren Seiten? Bitte mit Mikrofon. Wird von hinten gereicht. Ja, bitte. Und Steffen, vielleicht könnt ihr noch mal einen kleinen Ausblick schon mal auf das Mannheim-Spiel geben. Die haben ja gerade mit 9 Toren in Kiel verloren. Ist das gut oder eher schlecht oder egal? Ich korrigiere das mal, sind mit 11 Toren verloren. Mit 11 Toren, Entschuldigung. 31-20, ja. Ja, leider bin ich so weit noch nicht, dass ich jetzt schon nach Mannheim gucken mag. Das wird sich sicherlich im Laufe des Abends noch ergeben. Ich bitte jetzt einfach noch um etwas Zeit, Wetzlar zu analysieren, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Es wäre jetzt einfach zu sagen, das abzuhaken und zu sagen, okay, wir haben jetzt hier 26 gespielt. Gucken wir jetzt schon nach Mannheim. Dazu, glaube ich, müssten wir ein bisschen was nacharbeiten, aufarbeiten und werden dann sicherlich morgen Vormittag im Training auch schon einen Ausblick auf Mannheim tun. Weitere Fragen? Ja? Peter? Ich habe nur eine Frage. In der 8. und 29. Minute das erste Tor durch Yves vom Kreis. Wie fällt das Urteil heute aus über das Kreisspiel? Über das Spiel in der Breite, über Außen? Weil es ist ja oftmals immer nur über die Mitte gegangen. Also reden wir jetzt über das Spiel über Außen, Robert Weber, Yves Grafenhorst oder über Jakob Baggerstedt vom Kreis, vom Zentrum? Na, vielleicht was die Chancenverwertung betrifft, vielleicht ja. Sowohl als auch. Ich meine, ich glaube, das hat ja jeder gesehen. Jakob hat die letzten Spiele wirklich gut gespielt, alles reingeworfen, was er hat. Hatte heute halt Probleme, sich auf Andreas Wolf einzustellen. Ich glaube, es ärgert ihn auch am meisten. Keiner unserer Spieler verwirft mit Absicht Bälle. Trotzdem kann man sich diese Chancenauswertung natürlich in der Bundesliga nicht erlauben. Ähnliches Problem hatten wir in Hamburg schon. Das ist jetzt aber so, das soll jetzt auch hier keine Einzelkritik werden an irgendjemanden oder sonst irgendwas, da sind wir weit von weg. Was aber auch klar ist, wir bringen im Spiel einfach unsere Außen zu wenig rein. Wir haben halt eine hohe Qualität von außen und nutzen diese einfach noch zu wenig. Ja. Zurzeit sind wir sehr zentriert, greifen viel übers Zentrum ein, müssen enorm viel investieren in Kreuzungen, in 1-gegen-1-Situationen, um uns gute Chancen herauszuarbeiten. Da bin ich voll bei Ihnen. Ich glaube, das kann man sicherlich noch besser und effektiver machen. Auch das ist uns heute nicht so gelungen. Weitere Fragen? Rudi? An Benno oder an Steffen, gibt es denn personell einen Lichtblick noch im Blick auf Mannheim oder bleibt das bei den Leuten heute? Wenn heute die rechte Ideen haben 8 Feldspieler nur gespielt. Oder kann man mit Betzjak rechnen? Also momentan sieht es nicht so aus, dass uns noch jemand verstärken kann. Wir werden mit der Mannschaft, die heute gespielt hat, nach Mannheim fahren. Und ich glaube nicht, dass sich vom Lazarett da noch was tut, dass uns jemand unterstützen kann. Weitere Fragen? Dann vielleicht nochmal in Ruhe die Resultate vom Spieltag. Stuttgart gegen Berlin gestern bereits 24-32, THW Kiel gegen Rhein-Neckar-Löwen 31-20. Melsungen verliert gegen TSV Hannover-Burgdorf mit 25-28 und Eisenach schlägt den Bergischen HC mit 28-26 und momentan
Halbzeit Flensburg gegen Gummersbach 13-11, Göppingen gegen Leipzig 13-9 und in der ersten Halbzeit noch Lübecke gegen Hamburg mit 9-11 und Balingen gegen Lemgo 17-9. Wie gesagt, am kommenden Samstag der SCM dann nochmal in Mannheim aktiv. Die HSG Wetzlar hat auch noch eine Runde zu spielen am kommenden Wochenende. Dann wünsche ich euch eine angenehme Heimreise. Danke ich recht herzlich. Wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch dann. Und wie gesagt, am 10. Februar geht es dann weiter hier in der GTK Arena mit dem Derby gegen die DFK Leipzig. Ein Mittwochabend dann um 19 Uhr Anwurf. Recht herzlichen Dank, schöne Weihnachten und guten Rutsch ins Jahr 2016. Danke.